Jetzt ist es gerade im Fall. Kommt natürlich klar. Wie soll es denn anders sein? Kaputt. Das ist ein scheiß Handy hier. Kann ich hier wieder mit? Und der Deckel? Wenn man den Deckel sehen. Natürlich. Klar, da ist der Deckel. Deckel hängt noch an. Ding dran, kann ich lang suchen. Schön. So. Ist das eng hier? Aha, der hängt. Dehnbarer Begriff. Warum hält der Scheißdeckel nichts mehr richtig? So, der müsste halt. Zwei Kilometer noch geradeaus. Einen Anruf in Abwesenheit. 5 Uhr 9 Minuten auf meinem Handy, 5 Uhr 7 auf dem LKW. Dacho. Bahnhof hier. Nee, ist kein Bahnhof, oder? Das ist eine Raffinerie. Ist das richtig gesehen? Un chilometro girate a sinistra. Warte mal, ist das ein Bahnhof? Ohne Schaden. Da ist die Straße. Zwei Bahnübergänge. Erster. Zweiter. Was ist das? Ausgehen. Schalter endlich, oder? Mit Stück. Girate a sinistra. Sie. 250 Meter links weg. Girate a sinistra. Sieh schon. Da vorne, es lacht mich an. Tra 300 metri, arrivo. Yeah. Spielen wir gleich noch ein bisschen Fallout 3. Datteln wir noch ein bisschen. Sind gleich mal entladen. Siete arrivati a destinazione. Si. Grazie. Wenn ich jetzt so wüsste, was reingeht.
Natürlich. Ich bin jetzt dran. Besucheranmeldung auf der Hohen Schar 7. Ich mach mal was zu hier. Moin, moin. Einmal die DHL entladen. Alles klar. Gelben Schein hast du nicht, ne? Nee. Dann gelbe Schein? Dann ist die Krankenschein. Ach so. Okay. Also gut, danke. Ciao. Wo muss ich noch hin? Getriebe. Hoppala. Schein. Wo muss ich denn da rein? Wo meldet man sich hier an? Soll ich mich einfach mal irgendwo hinstellen und reingehen? Ah, da gehen die ganzen Fahrer rein. Gelber Schein. Das Ding läuft doch so. Genau. Eine Jacke anziehen. Das habe ich so vor 5 Minuten wieder ausgezogen, jetzt ziehe ich sie wieder an. Das ging ja alt. Mal ganz schnell dann überspringen und Papiere abgeben. Und dann sieht man sich gleich wieder. Bis dann. Man hat uns etwas vor die Nase gestellt. Macht aber nichts. So. Schon mal raus hier. Drehen und dann, boah, alter Schwede. Kannst du ja nirgends parken, das ist ja unmöglich. Eine Stunde warten. Ob da einer drin? Nein. Da hockt keiner drin. Gut. Mal schnell. Jetzt gehe ich hin, dann mache ich die Türen auf. Und dann schauen wir mal eine Viertelstunde rein.
Dann esse ich jetzt noch mal ein Brot. Schnell. Nachher fahre ich noch zum Einkaufen. Ich hoffe, dass man hier in Hamburg einkaufen kann. Ich habe jetzt keinen Einkaufsmarkt gesehen, aber wird sich bestimmt was finden lassen. Junge, so wirst du den Auflieger nie runterkriegen. Mann, den kann man sich nur so anstellen. Am einfachsten geht es nur mit Kupplung. Man fährt jetzt zum Beispiel, wenn man abdrücken oder hier absatteln möchte, lässt man komplett hoch, fährt ein Stück vor oder zurück, entlastet, ne, dann löst sich die Spannung auf, dann lässt man die Beine runter, die Stelzen, und dann kann man wunderschön aufziehen. Das geht wunderbar, habe ich ausprobiert. Ansonsten hängst du an dem Ding und zieh und zieh und zieh und es geht nicht auf. Da kannst du das ganze Ding nehmen. So. Mahlzeit und später. Ciao. 5 Minuten gehen wir mal neu. Fragen wir nach. Leer. Leer. Schauen wir mal, was abgeht. Es wird langsam immer voller hier. Ich bin jetzt gerade noch mal 10 Minuten. Hey, spinnst du? Ach, guck mal einer an. Ein Wachroboter. Na, du dumme Sau. Hat wohl nicht ganz geklappt, oder? Hat mich nicht getroffen. Das ist ein Blödsinn schießen, der Typ. Mit seinem Laser. Die Vogel hier oben, oder was? Der Roboter sollte doch eigentlich treffen können. Ja, doch, muss sagen, also. Fällt mir das Gerät. Ja, das ist jetzt ein wenig ein neues Gerät wie mein alter Rechner daheim. Der ja auch noch nicht so alt ist. Ist aber schon dreiviertel Jahr oder ein Jahr alt. Aber ich muss sagen, mit voller Auflösung hier zu spielen, Polar 3, das ist schon. Ja. Ich habe das Ding jetzt. Warte mal, ich habe noch nicht ganz hochgejagt. Da geht noch bestimmt noch ein bisschen mehr. Ach, das ist ein Auto. König der Meere. Die Königin der Meere. Natürlich. Meine Dampfanzeige, eine leere Nutra-Cola-Flasche. Und nimmt es an. Ah, drei Viertel haben wir gleich. 3 Minuten ist 45. Gehen wir mal rein. Nach dem Tor. Es ruckelt nicht, ey. Das ist krass. Mit all meinen Mods drin und es ruckelt einfach nicht.